Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder der Goodie mit einem weiteren Guide zu Horizon Zero Dawn. Und zwar holen wir uns heute die Trophäe Alle Langhälse überbrückt. Dazu müssen wir halt innerhalb der Map alle Langhälse aufspüren, diese besteigen und dann überbrücken. So bekommen wir natürlich auch ganz viele nützliche Informationen über die Welt. Und wir befinden uns jetzt hier schon beim ersten Langhals. Das ist der Langhalsteufelsdurst. Das ist noch eine ganz, ganz leicht. Da oben seht ihr so als Gegner einen normalen Speer, den man ganz normal eben mal easy weghauen kann. Hier entdecken wir also unseren ersten Langhals. Es gibt dann immer in der Gegend irgendwo eine relativ gute Erhöhung, die es uns ermöglicht, auf den Langhals drauf zu springen, seitlich auf diese lila markierten, ja, keine Ahnung, Stangen, sage ich jetzt einfach mal. Da drauf zu springen, dafür müssen wir uns dann halt immer irgendeinen hohen Punkt suchen. Das habe ich hier jetzt schon gemacht. Ich bin jetzt hier schon diese kleine Felsformation hochgeklettert. War jetzt nicht großartig, irgendwie wahnsinnig aufregend, interessant. Und hier haben wir direkt so eine kleine Rampe. Und da sagt sie dann auch, oh Mensch, das wäre doch hier vielleicht ein super Ort, um auf den Langhals zu springen. Und so kriegen wir das also beim ersten Langhals noch relativ einfach beigebracht. Im weiteren Spielverlauf ist es dann so, dass es doch immer wieder auch Orte gibt, ja, wo ihr eine ganze Menge zu kämpfen habt. Da habt ihr wirklich eine ganze Menge zu kämpfen. Das zeige ich euch auch, damit ihr auch gleich wisst, worauf ihr euch einlasst. Ich hätte jetzt natürlich das so machen können. Hätte kurz die Map gezeigt, hätte dann gezeigt, wie ich da drauf springe und hochklettere. Und ihr hättet gewusst, wo die Dinger sind. Und alles andere wäre eine Überraschung gewesen. Aber so habe ich mir gedacht, ich baue den Kampf ruhig ein. Also wenigstens Teile davon, so ein bisschen, damit ihr wisst, was erwartet euch an den Stellen vom Langhals. Könnt ihr da, so wie ich jetzt hier zum Beispiel momentan mit Level 10, einfach hin? Oder könnte das schon, ja, sag ich mal, eine harte Nuss werden? Ich bin sowieso bei den nächsten Langhälsen sowieso vom Level her hoch genug. Da war es mir eigentlich egal, was an Gegnern auf mich wartet. Und ich kenne ja meinen Unverwundbarkeit und habe dann auch die entsprechende Rüstung an, so dass ich natürlich gar kein Problem habe, die Langhälse zu besteigen. Aber wer halt nicht das entsprechende Equip hat oder den entsprechenden Level, kann sich an einigen Stellen wahrscheinlich noch schwer tun. Und deswegen, wie gesagt, das mit im Video drin. Verlängert das Video natürlich wieder, überflüssigerweise sozusagen. Gefällt euch das nicht? Wie immer könnt ihr das gerne in die Kommentare reinschreiben, dann werde ich das in Zukunft berücksichtigen. Allerdings hatte ich bisher noch keine dieser Kommentare, deswegen habe ich es also weiter so gemacht, dass ich die Guides ruhig lieber ein kleines Tuckchen ausführlicher lasse. So, das war also jetzt der Langhals gewesen in Teufelsdurst. 5 Stück gibt es insgesamt. 5 Langhälse. Und wenn dann so ein Langhals, hier seht ihr das hier, weil alles hier auf der Map aufpoppt. Wenn ihr dann also so ein Langhals überbrückt habt, dann bekommt ihr eine ganze Menge Infos, wo ihr welche Maschinen findet, wo Maschinenlager sind und einiges mehr oder Banditenlager. Das wird dann alles aufgedeckt auf der Map. Anschließend wird man sich dann hier abseilen vom Gerät. Dabei muss ich sagen, hier beim ersten, ich habe zum Glück geschnitten, da bin ich in der Erde stecken geblieben. Direkt hier nach, da hier, da war kein Bewegen mehr möglich. Ich hatte Glück gehabt, dass ich ein Reittier hatte, das habe ich gerufen, dann konnte ich aufsteigen und dann war ich weg, aber bewegen konnte ich mich nicht mehr. So, jetzt kommen wir auch schon zum nächsten Langhals, da habe ich eben gerade euch oben gezeigt, da oben ist ein Sturmvogel im Weg, ne? Also Sturmvögel sind nicht so easy peasy, den Kampf habe ich natürlich rausgelassen, weil, ja, dauert doch recht lange, so einen Sturmvogel umzuhauen. Ihr selber seht, ich bin ja auch schon Level 30. Das war also, und habe natürlich die unverwundbare Rüstung an. Da war das für mich kein großes Problem. Aber halt, wie gesagt, auf dem Weg hierher könnte es gut sein, dass ihr einem Sturmvogel begegnet. Und dann ist eine ganze Menge Kampf angesagt. Hier, da haben wir nur so normales Langbein. Langbein? Wirklich? Nein. Weiß nicht. Level 15 auf alle Fälle angenehm. Damit hat man kein großes Problem. Je nach Level natürlich. Langbein war doch richtig. Level 13 sogar nur. Deswegen, ich zeige euch so ein bisschen, was ist hier in der Gegend an Gegner, was erwartet euch. Und hier ist halt der Knackpunkt, der Sturmvogel. Ich bin einfach reingerannt, habe da nicht so drauf geachtet. Und wie gesagt, aufgrund meines Levels hatte ich da auch nicht solche Sorgen drum. Allerdings empfehle ich euch da dann natürlich, wenn ihr euch dann hier auf den Weg macht zum Langhals-Speerschäfte, dort auf den Sturmvogel auf alle Fälle zu achten. Nicht, dass ihr da mal eben ruckzuck das Zeitliche segnet. Falls ihr noch an keinem Langhals hochgeklettert seid, lasst euch hiervon nicht verschrecken, dass das so ein bisschen kompliziert aussieht. Das ist wirklich ganz, ganz easy. Das macht hier eigentlich erst fast alles von alleine, kann man sagen.
So, jetzt rammen wir eben nochmal den Speer rein zum Überbrücken und kriegen wieder die ganzen Informationen von der Map geliefert. In welcher Reihenfolge ihr die Langhälse macht, ist natürlich auch absolut egal. Ich habe sie so einfach halt in der Reihenfolge gemacht, wie ich sie selber bestiegen habe. Wie ich an ihn vorbeikam, wie ich Zeit dafür gefunden habe. Da sehen wir nochmal hier. Nochmal auch ein bisschen dickere Gegner hier auf alle Fälle. So, da sind wir auch jetzt schon lang angekommen im Langhals Rostschwemme. Dort geht er schon im Kreis. Ja, die gehen immer im Kreis. Also die haben immer eine Route, die sie im Kreis gehen. Da sieht man auch schon hier, von hier aus wunderbar, ja, wo die Stelle ist, wo man wohl rüberspringen soll. Wir müssen jetzt hier erst noch ein bisschen weiter nach rechts rüber, um halt auf diese, ja, auf diesen Übergang zu kommen. Normaler Speer, der ist natürlich gar kein Problem, ne? Das ist wieder so ein Schuss. Da ist er down. Ja, Level 24 bin ich hier an dieser Stelle, also... Na, gerade geworden. Ja. Naja, dachte ich, dass ich vielleicht hier irgendwo abkürzen kann, ne? Weil ihr seht jetzt hier auch, da waren eben gerade neben mir diese Feuerdinger. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen. Die sind ja auch so ein bisschen unangenehm, je nach Level und Equipment. Hier kommen wir aber leider auch noch nicht hoch, also wir müssen wirklich ganz außen rum. Oh, da haben wir jetzt nur einen Wächter im Weg. Neben uns ist auch nur so ein... Ja, nichts Schlimmes, ne? Oh, da hatte ich dann leider gerade die Trophäe erhalten, alle Aufklärermaschine beseitigt. Da haben wir wieder so einen Feuertypen gesehen. Ja, ich finde die relativ unangenehm, wenn man noch nicht so ein gutes Equip hat. Deswegen hier auch ein bisschen vorsichtig sein bei der Rostschwemme, dass ihr nicht in diese ganz dicken Reihen rennt. Hier diese normalen Speer sind ja eigentlich kein Problem. Oh, wenn er jetzt partout nicht so fallen will, wie ich das gerne hätte. Na also, geht doch. So, weil dann nehme ich da rüber. Da unten kommt noch einer gelaufen. Will gelaufen kommen. Da sitzt der erste Schuss, wenn es richtig. So können wir rüber. Und uns schon mal da hinstellen. Und warten. Na, da unten, die gucken alle so ein bisschen neugierig, aber aufgrund des Wegs, den wir gewählt haben, sind wir doch hier relativ safe. Da ist er. Ich warte gerade darauf, dass sie sich unten ein bisschen beruhigen. Hier zeigen wir euch deswegen in der Zwischenzeit nochmal ganz in Ruhe die Map, wo wir uns hier genau befinden. Deswegen, also hier ist schon einiges an Gegnern, wie ihr hier seht. Deswegen könnt ihr auch ruhig einfach hier gehockt ein bisschen warten erstmal. Damit, wenn ihr dann entdeckt werdet, dass ihr da schon an der Stelle seid, wo ihr einfach auf den Langhals draufspringen könnt. Weil, wie gesagt, gerade die Feuertypen dann doch eher unangenehm. Okay, jetzt hoch auf seinen Kopf. War, glaube ich, der einzige Langhals hier, wo ich hier so einen langen Kletterweg hatte. Also oben am Kopf einmal so weit im Kreis musste. Ich glaube, da war er echt der einzige von. So, dann haben wir den also auch erfolgreich überbrückt hier. Einmal wieder abseilen.
Hier nochmal der Blick auf die Map, wo es genau war, wo es genau stattgefunden hat. Dann dauert immer so ein kleines bisschen und seht ihr hier wieder, was alles hier aufgedeckt wurde. Eine ganze Menge Maschinenareale habt ihr damit auf der Karte freigeschaltet. So, jetzt kommen wir zum nächsten, und zwar Sonnenstufen. Der ist auch heftig. Also Sonnenstufen, da habt ihr auch viel Spaß, sage ich euch gleich. Deswegen hier habe ich den Kampf sogar drin gelassen. Fast komplett. Ich spule ihn mit dreifacher Geschwindigkeit vor. Aber damit ihr nur seht, da ist der Langhals. Dann sind hier eine ganze Menge Kultisten. Ich versuche hier gerade wieder irgendeinen Schleichweg zu nehmen, statt die Hauptpforte, aber anscheinend muss ich hier doch rein, weil hier drin steht nämlich auch ein Verderber rum. Und da oben Elite-Gegner. Also hier ist, wie gesagt, nicht ganz so langweilig. Also der Sonnenstufen, da habt ihr ein bisschen was zu tun. Deswegen, wie gesagt, der Kampf drin, einfach damit ihr seht, oh, da muss man sich dann doch ein wenig anstrengen. Also wirklich... Und echt eine Menge Kultisten hier auf jeden Fall. Seht ihr ja an den ganzen vielen Ausrufezeichen da. Mit dreifacher Geschwindigkeit hilft dann einem auch schwindelig zu werden. Aber wie gesagt, mir ging es darum, dass ihr wisst, was erwartet mich an der Stelle. Kann ich gefahrlos mir den Langhals holen, ja oder nein? Habe ich das entsprechende Equip, um mich da reinzuwagen in die Höhle des Löwen, so wie es manchmal wohl ist. So, genau, just in time sind wir hier angekommen und können jetzt hier uns den nächsten Langhals schnappen, ihn überbrücken und mehr Karte freischalten. Also wenn die Idee schon in Assassin's Creed damals mit den Türmen zum Karte freischalten cool war, die Langhälse toppen das nochmal, vor allem grafisch einfach absolut beeindruckend ist. Also da kann Ezio nicht mithalten mit, sage ich mal, mit Aloy. So, Langhals, Sonnenstufen ist abgeschlossen. Einer fehlt uns noch. Und zwar in den Kupfertiefen. Das ist auf der Map hier unten angesiedelt. Hier haben wir als Gegner ein paar von diesen Alligatoren. Ich muss irgendwie zum Kopf des Langhalses hinaufklettern. Oh, Läufer Level 5, nicht so interessant. Wächter Level 5, also hier brauchen wir uns weniger Sorgen zu machen, hier in den Kupfertiefen. Wie gesagt, diese Alligatoren, die sind, Level habe ich da jetzt, weiß nicht, ob wir den noch mit auf den Schirm bekommen. Ah, Schnappmaul Level 20. Dann wisst ihr schon, was euch erwartet. Also Schnappmaul Level 20 möchte sich zwischen euch und den Langhals in den Kupfertiefen stellen. Okay, Fokus. Wo ist das Signal? So, ich bin hier momentan noch am Gucken, wo ist die Stelle,
zum Hochklettern da drüben. Ah, da, da sehen wir doch schon die weiße Markierung da am Felsen. Da können wir also gut hochklettern. Und dann haben wir da auch schon das Schnappmaul. Oh, der ist fast Geschichte. Nicht nur fast, sondern richtig. Lässt noch ein bisschen Legendary liegen. Gibt uns ein Level up. Noch ein kleiner Jäger hier, nur Wächter noch. Dann sind wir hier schon wieder pünktlich zur Stelle, um genau auf den Langhals drauf zu springen und unseren letzten hier, das letzte Gebiet zu erkunden. Und das war's, damit sind wir durch. Also wie gesagt, Leute, wenn euch das zu lange war, zu viel, wenn ihr sagt, Mensch, Gudi, das interessiert mich gar nicht, der ganze Scheiß, der da auf mich wartet, Hauptsache ich weiß, wo der Langhals ist, dann schreibt das unten rein in die Kommentare, dann werde ich das in Zukunft berücksichtigen. Ansonsten schreibt auch gerne rein, wenn ihr sagt, nee, finde ich gut, dass ich weiß, was mich da erwartet. Dann weiß ich einfach, ich mache das hier richtig und zwar genau so, wie ihr es euch wünscht. Hat es euch gefallen, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, würde ich mich riesig darüber freuen. Teilt das Video im Freundeskreis, das ist immer die allerbeste Empfehlung, die ihr geben könnt, sage ich mal. Und ansonsten abonniert den Kanal, dann verpasst ihr hier kein neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.